die Schizophrenien oder die schweren Erkrankungen der Psyche gestiegen wären, die sind nämlich nicht gestiegen, sondern das ist hauptsächlich das, was man Burnout nennt. Ja, also die Burnout-Krankenstände steigen massiv an. Jetzt könnte man mehrere Schlüsse daraus ziehen, man könnte sagen, die Menschen haben immer mehr Stress. Und dann frage ich mich, hatten die Menschen in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg weniger Stress, wo man nicht mehr gewusst hat, ob man genug zum Essen hat oder für sich und für seine Kinder. Ja? Also das verstehe ich nicht ganz, warum man glaubt, dass man jetzt dort mehr Stress hat, wie zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit. Ja? Aber man hat vielleicht eine ganz spezielle Art von Stress. Interessanterweise arbeitet man in Österreich auch heute viel weniger Stunden im Durchschnitt als in den 50er oder 60er Jahren. Da hat man durchschnittlich viel mehr Stunden pro Woche gearbeitet. Jetzt kann man sagen, okay, aber die Arbeit ist verdichtet worden, das kann schon sein. Ja? Also entweder ist es ein Hinweis, dass die Art des Stresses sich verändert hat, bei mehr geworden ist Stress nicht. Das kann sich nur verändert haben von der Art her. Oder es bedeutet, dass wir uns heute mehr trauen, in den Krankenstand zu gehen. Kann auch sein, oder? Oder es könnte bedeuten, dass keine Ahnung, die Ärzte einfach leichter Krankenstandszettel ausfüllen. Ich weiß es nicht, was es bedeutet.